So, hört man mich gut? Ja, super. In der Pause hat sich was ganz Tolles ergeben. Ich habe mit Lotte kurz gesprochen, habe zu ihr gesagt, Lotte, was sind deine Träume? Und wie alt bist du jetzt? Hat sie gesagt, ich bin 11 Jahre alt und weißt du, was mir in Erinnerung geblieben ist? Mein 6. Geburtstag, wir sind ins Disneyland nach Paris geflogen. Den ersten Flieger haben wir versäumt, aber am 2. Flieger sind wir mit dabei gewesen und an diesem Tag habe ich Geburtstag gehabt. Und die ganze Crew hat unterschrieben auf einem Kapperl, das man oben zusammenbinden kann. Und es ist, sie hat erzählt, wie wenn es vor einer Stunde gewesen wäre. Und damit komme ich eigentlich gleich zu den wichtigen Lehrmeistern. Ich habe 3 Lehrmeister mitgebracht. Ich habe hier den Kollegen Tod, einen Weihnachtsmann und ganz, ganz toll die Lotti. Und ich bin ganz glücklich, weil die Kinder sind auch 3 von meinen wesentlichsten Lehrmeistern, die wir über all die Jahre meinen Träumen fliegen gelernt haben. Wusstest du eigentlich, was Menschen in den letzten Wochen, Tagen und Stunden ihres Lebens, wenn sie am Sterbebett liegen, wirklich bereuen? Das, was sie nicht getan haben. Genau. Eine australische Hospizschwester hat dazu ein ganz tolles Buch geschrieben und sie hat ganz, ganz viele Leute begleitet in ihren letzten Momenten und die sind drauf gekommen, dass immer die 5 selben Sachen wiedergekommen sind. Wie zum Beispiel, ich hätte nicht so hart arbeiten dürfen. Du kannst dich setzen. Ich hätte den Mut haben sollen, meine Gefühle auszudrücken. Ich hätte mit meinen Freunden in Kontakt bleiben sollen oder ich hätte mir mehr Glück und Zufriedenheit gönnen sollen. Aber der meistgenannte Grund war, ich hätte gerne den Mut gehabt, mein eigenes Leben so zu leben. Und viel mehr meiner Träume umsetzen. Wie wird jeder Einzelne von euch an meinem letzten Tag zurückschauen? Was wird bleiben? Viele Momente wie die Lotti, 6. Geburtstag, Freude. Was hindert uns eigentlich daran, diese Träume zu leben? Der Gedanke, ewig zu leben? Wenn Träume fliegen lernen. Ich habe bewusst den Tod als Lehrmeister mitgebracht. Und ich bin sehr emotional. Am 26. Dezember 2004 ist der Tsunami in Thailand und Sri Lanka mit dieser Riesenwelle und hat die ganzen Leute weggeschwemmt. Ich habe ein Jahr zuvor meinen Job gekündigt, meinen Traumjob, 16 Jahre geflogen und habe den Traumjob gekündigt, um einen neuen Traum anzugehen. Und dieser neue Traum war, mit meiner Frau und den Kindern mit 2 Rucksäcken durch die Welt zu fliegen, zu reisen. Ich habe dabei einen Rat befolgt, den mir viele erfahrene Menschen mit auf den Weg gegeben haben. Und zwar, setz die Dinge um, nütze die Chancen. Und ich habe immer gefragt, welche Chancen? Die Chancen, die einmalig sind. Wenn deine Kinder klein sind, diese Chance hast du nur einmal. Gerade als ich angefangen habe, mir die Frage zu stellen, war das wirklich so gescheit, den Job zu kündigen, wegzufahren, alles zurückzulassen, kleine Sicherheiten, was wird passieren, wenn ich wieder nach Hause komme? Genau an diesem Tag ist diese Welle gekommen und mit Riesenglück sind wir nicht in Sri Lanka gesessen, sondern in Südafrika an diesem Tag. Aber es war dieses Gefühl, das wäre unser Tag gewesen. Die Reiseroute haben wir nur deswegen geändert, weil die Kinder eine Ohrenentzündung gehabt haben und wir die Reiseroute geändert haben. An diesem Tag habe ich Revue passieren lassen. Was habe ich mir gemerkt aus meinem Leben? Was waren die Momente? Und da bin ich drauf gekommen, viele Erfahrungen, viele Albträume in meinem Leben, aber auch viele gelebte Träume und viele unaufgearbeitete Dinge.
Und am Ende habe ich einen Entschluss gefasst, wenn ich nach Hause komme, ich möchte mich jeden Tag am Abend in den Spiegel schauen, beim Zähneputzen und sagen, ist das mein Leben? Aber es war ein ziemliches Kunststück, als wir nach Hause gekommen sind, mit dieser Einstellung wieder nach Hause zu kommen in eine Gesellschaft, die etwas erwartet von einem. Und auf der einen Seite sich am Abend in den Spiegel zu schauen und zu sagen, das ist wirklich mein Leben. Aber ich habe akzeptiert, dass ich der Norm nicht mehr entsprechen muss und ich bin einfach verrückt. Ich bin ein Träumer. Gemeinsam mit meinem Partner habe ich beschlossen, eine Traumakademie zu gründen. Und bei unseren Recherchen sind wir auf sehr viele interessante Beispiele gestoßen. Nein, so wird nicht. Ich habe einen Brief gefunden. Sehr geehrter Herr Armstrong, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem großen Erfolg. Der Brief ist zwar ein bisschen spät, aber es dauerte eine ganze Zeit, bis ich Ihre Adresse bekam. Ich freute mich ebenso, als Sie die Oberfläche des Mondes betraten. Wie gern wäre ich dabei gewesen. Dafür sah ich aber die Direktübertragung. Ich verfolgte den ganzen Flug voll Spannung. Wenn ich erwachsen bin, möchte ich auch einmal so ein Astronaut wie Sie werden. Es ist sicher sehr schön im Weltall, mit einem Raumschiff zu fahren. Bitte richten Sie auch herzliche Glückwünsche an Herrn Aldrin und Herrn Collins aus. Nun hatte ich zwei Wünsche. Bitte schicken Sie ein Autogramm von Ihnen, Herr Aldrin und Herrn Collins, und wenn es möglich ist, soll ich ein Abzeichen, welches Sie auf Ihrem Raumanzug trugen. Wenn es Geld kostet, dann schreiben Sie mir. Liebe Grüße, Thomas Reiter, 11 Jahre. Dieser Thomas Reiter, haben wir ihn? Ja, der Herr auf der linken Seite, ist heute Direktor des Europäischen Zentrums für Raumfahrt. Er flog zweimal ins Weltall und verbrachte über 300 Tage in einer Raumstation. Dieses Bild zeichnete 1974 ein 5-Jähriger für seine Mutter. Einfach nur eine Kinderzeichnung. Dieser Mann flog mit Carbonflügel über den Ärmelkanal, sprang von der Christusstatue in Rio und arbeitete derzeit am Projekt Stratos, einem Flug aus der Stratosphäre. Sein Name Felix Baumgartner. Was wollte sie eigentlich als Kind werden? Welche Glaubenssätze habt ihr dazu gehört? Geht doch nicht, gibt's doch nicht, lern doch mal was Ordentliches, bleib schön am Boden. Wie viele Versuche habt ihr dann gestartet, diese Träume umzusetzen? Was hättest du dir zum Gelingen am meisten gewünscht? Ein Umfeld aus Gleichgesinnten, Menschen, die das Unmögliche möglich machen, Mentoren oder Freiraum, um spielerisch deine Talente zu entwickeln? Und was hast du vorgefunden in deiner Familie, in deinem Freundeskreis, bei deiner Ausbildung und in der Schule? Unsere Idee war es, wir gründen eine Dream Academy mit dem Ziel, Menschen bei der Entwicklung ihrer Träume fliegen zu lernen. Sportler, Startups, Künstler, Musiker, Erfinder, Entwickler mit Herzblut, Passion und Leidenschaft. Diversität ist uns wichtig. Genau an der ehemaligen Grenze, wo der eiserne Vorhang die Menschen über Generationen getrennt hat, träumen wir davon, die Träumer dieser Welt zusammenzubringen, ihnen den Freiraum im Dreamicon Valley zu bieten, an ihren Träumen zu arbeiten, vollkommen unkonventionell. Das Konzept beruht auf einer Idee von Leonardo da Vinci. Er hat im 15. Jahrhundert bereits eine Akademie gegründet und das Interessante ist die Struktur. Vinci als der Platz für die gewinnbringenden Ideen, Freiraum. Die Akademie mit der Aufgabe, die gewinnbringenden Ideen und Träume mit einem hochstrukturierten Netzwerk zu verbinden. Bei unseren ersten Gedanken merkten wir, wie schwer es ist, groß zu denken, groß zu träumen. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, da ist das nicht gefördert worden. Und es ist immer wieder auf Mangel basiert. Kein Budget, keine Infrastruktur, keine Lobby, kein Netzwerk. Wie soll das gehen? Also brauchten wir einen Mentor, der uns gedanklich fliegen lernt. Wir müssen wieder lernen, wie Kinder zu werden. Einfach dem Weihnachtsmann erzählen, wovon wir träumen. Da wir da draußen keinen wirklichen Mentor dafür gewinnen konnten, für dieses verrückte Projekt, haben wir uns einen Weihnachtsmann genommen. Er ist wahrscheinlich unser allerwichtigster Mann im Team und hilft uns eigentlich ganz, ganz stark dabei,
immer unbegrenzt und ohne Limits zu träumen. Er sagt, Schluss mit dem 3 Jahre, 4 Monate und 3 Tage noch bis zur Pension denken. Er sagt, das Ziel, can you imagine a society? Puh. Lottin muss mir helfen. Can you imagine a society where everybody does exactly what he loves to do? Und so entwickeln wir Träume und werden zu Dream Developern. Immer wieder mit der Frage, was ist dein Traum? Dazu ein paar Beispiele. Zu weit. Dieses Bild hat ein 12-Jähriger seiner Mutter zum Geburtstag geschenkt. Er träumt davon, eines Tages Eishockey-Torwart in der NHL zu sein. Raphael ist heute 17, er ist Nationalteam-Torhüter und absolviert seine Ausbildung an der Okanagan Hockey School. Dieser junge Mann heißt Henrik. Er hat im Alter von 8 Jahren schon viele Geschichten auf seinem Computer geschrieben. Damals träumte er davon, sein erstes Buch zu veröffentlichen und die Geschichte zu verfilmen. Wir entwickelten mit ihm seinen Traum und lernen dabei, wie die Träumer der Zukunft gemeinsam arbeiten. Das ist sein Buch. Und Henrik hat zu diesem Buch kein Cover gehabt. Und da gibt es da so einen 13-jährigen jungen Mann, der fleißig Comics zeichnet. Und wir haben ihm gesagt, schau dir mal diesen jungen Mann an, ob dir diese Comics gefallen. Und er sagt, Katze, das ist genau das Richtige für mich. Wie treffen sich 2 junge Leute heute auf Skype? Der 8-Jährige erklärt dem 13-Jährigen, was er gern in seinem Buch hätte. Und der 13-Jährige sagt ihm, du musst 2 Wochen warten, dann schicke ich dir einen Vorschlag. Nach 2 Wochen kommt der Vorschlag und er sagt, nur wenn er dir gefällt, male ich es an. Und er sagt, das ist perfekt, du brauchst nichts umzeichnen. Und er fragt ihn dann noch, welche Farben hättest du gern? Schwarzen Hintergrund, rote Schrift, goldener Roboter und. Was recht interessant ist, die 2 jungen Leute haben sich bis heute noch nie persönlich getroffen. Derzeit veröffentlicht Henrik gerade sein 2. Buch. Er hat bereits 13 Kurzfilme über seine Geschichten gedreht, mit seinem 6-jährigen Bruder und seiner 9-jährigen Schwester. Und er hat das Gefühl entwickelt, er kann alles. Seine Eltern sagen, was immer er angeht, er kann alles. Vor 2 Tagen ist ein weiterer Traum von ihnen in Erfüllung gegangen. Er hat den Erfolgskinderbuchautor Thomas Brezina ein Interview mit ihm gemacht. Und es war eigentlich faszinierend anzusehen, weil du wusstest nicht, wer der Erfolgsautor ist. Beide, 2 Erfolgsautoren treffen sich. Diese beiden jungen Männer sind die ehemals jüngsten Jungunternehmer Österreichs. Während der Schulzeit in der HTL in Weidhofen gründeten sie ihre erste Firma zur Energieoptimierung. Aus dem Umfeld kommen viele Bedenken. Zu jung, keine Erfahrung, geht doch mal zum Bundesheer, arbeit mal in einer großen Firma, warum geht denn nur ein Risiko ein? Sie träumen davon, eines Tages Städte wie Las Vegas mit ihren grünen Gedanken zur Energieoptimierung zu infizieren. Im Keller bei den Eltern beginnen sie neben der Sauna. 3 Jahre später haben die 2 jungen Herren, ich habe sie gestern besucht, 3 Firmen, 50 Mitarbeiter, 3 Millionen Euro Jahresumsatz. Dieses Beispiel und viele weitere inspirierende Stories gibt es demnächst auch auf Dreamer TV. Ein weiterer wahrgewordener Traum unseres 28-jährigen Partners Manuel. Und es ist eigentlich faszinierend zu sehen, was aus diesen Träumen entsteht. Wenn ich euch verrate, wie viel Budget da dahinter steckt, muss ich leider vor der Bühne gehen, weil es glaubt wahrscheinlich niemand. Beinahe keins. Herzblut, Passion und Leidenschaft machen beinahe Unmögliches möglich. Und doch stellt uns der Traum immer wieder auf die Prüfung und verlangt Ausdauer und wirklichen Glauben an die Sache. Seit Jahren arbeiten wir an dieser Entwicklung der vielen Träume. Aber in unseren Träumen gibt es noch einen größeren Traum darüber. Es gab nie einen Vertrag zwischen all diesen Träumen und uns. Es hat noch nie jemand bezahlen müssen. Nachhaltiger Erfolg braucht Geduld. Und
jetzt wird es wieder schwierig. Ich habe alles, was ich jemals besessen habe, investiert. Investiert in unsere Zukunft. Aber vor allem in die Zukunft unserer Kinder. Und die Rendite? Die Rendite. Die Rendite ist Sinn. Die Rendite ist wirklicher Sinn. Dieses Gefühl zu haben, das ist wirklich mein Leben. Das ist genau das, wofür ich da bin. Ha. Genau das wollte ich euch beschreiben. Was ist euer Traum? Beginnt damit, weil ihr werdet sehen, wenn ihr wirklich damit beginnt, kommt Hilfe von allen Seiten. Es ist unglaublich. Es ist. Die beste Choreografie schreibt das Leben und die besten Geschichten. Ich habe auch einen Tipp für euch. Geht nach Hause. Und überlegt, welchen Lehrmeister ihr mit nach Hause nehmen wollt. Vielleicht alle drei. Nehmt euch eine Liste und schreibt auf diese Liste 39 Träume. Einfach so. Und ihr werdet sehen, das ist eine ziemliche Herausforderung. 39 Mal den Weihnachtsmann nebenbei sitzen zu haben und zu sagen, denk groß, lass einfach zu, was darf sein. Und was für mich faszinierend gewesen ist, wie ich Lotti gefragt habe, was ist eigentlich dein Traum? Hat sie gesagt, ich wünsche mir, dass meine Mama und mein Papa 100 Jahre alt werden. Das sind die Träume unserer Kinder. Und ich verspreche euch eins, wenn ihr einmal begonnen habt damit, es ist wie ein Virus, du kannst nicht mehr aufhören. Und wir merken, am Anfang wurden wir schief angeschaut, was ist dein Traum? Ist das, was ist mit denen? In der Zwischenzeit haben die Leute herausgefunden, dass jeder selbst zum Dream Developer werden kann, weil es gar nicht viel oft bedarf, einen Traum zu realisieren. Probiert es einfach heute mal aus. Fragt die Leute, was ist euer Traum oder was sind eure Träume? Und vielleicht werdet ihr schon herausfinden, ihr könnt ihnen sehr, sehr schnell helfen. Mit Kontakten, mit eurem Know-how oder ihr kennt jemanden, irgendetwas passiert. Ihr müsst nur beginnen. Und wenn ihr beginnt, dann bin ich 100% überzeugt. Your dream works. Dankeschön. Super.